Durch sein Verschwinden wurde der australische Fernsehmoderator Jesse Baird traurigerweise international bekannt. Er moderierte unter anderem die beliebte Kindersendung Totally Wild. Jetzt ist er tot. Die Sorge um Jesse Baird und seinen Partner Luke Davis begann, als ein Arbeiter in einem Müllcontainer in Sydney blutige Kleidung fand. Darin befanden sich auch Kreditkarten, Schlüssel und Smartphones der Männer. Daraufhin wurde die Wohnung des TV-Gesichts durchsucht und neben umgeworfenen Möbeln eine Blutlache gefunden. Nachbarn berichteten dem Sydney Morning Herald von einem Streit, der kurz vor dem Verschwinden aus der Wohnung zu hören gewesen sei. Seit Beginn der Ermittlungen wurde intensiv nach Jesse Baird und Luke Davis gesucht. Wer für das Verschwinden verantwortlich ist, war lange unklar. Obwohl es einen Verdächtigen gab, bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die genauen Hintergründe des Verschwindens sind noch unklar. Verdächtigt wird jedoch der Ex-Freund des Moderators, Beaumont Lamar Condon, der als Polizeibeamter arbeitet. Mittlerweile ist es traurige Gewissheit. Jesse Baird und Luke Davis sind tot. Ihre Leichen wurden am 27. Februar gefunden, aber noch nicht offiziell identifiziert. Es sei aber davon auszugehen, dass es sich um die beiden Männer handelt, teilte die Polizei von New South Wales mit. Die Leichen wurden auf einem ländlichen Grundstück in der Nähe der Stadt Bungonia, 200 Kilometer südwestlich von Sydney, gefunden. Dorthin hatte der 28-jährige Ex-Partner von Jesse Baird die Polizei geführt. Die Polizei habe am Tatort eine Kugel gefunden, die zu seiner Dienstwaffe gepasst habe. Zum Auffinden erklärte die Polizei laut BBC Australia, der Täter habe versucht, die Leichen mit Steinen und Schutt zu bedecken. Der Verdächtige soll zwei Surftaschen benutzt haben, um die Toten aus dem Haus in der Innenstadt von Paddington in einen Mietwagen zu schaffen und aufs Land zu bringen. Die genaue Todesursache von Jesse Baird und Luke Davis ist noch nicht bekannt.